Hier ist der Gusuma. Ich komme gerade ein bisschen aus dem Lachen nicht raus. Ich gucke gerade so im Chatverlauf und denke mir, wer greift die Chinesen an? Ich denke mir, die waren jetzt nicht so hart in der Birne und haben während der Pokéjagd ein CW gestartet, oder? Aber mein Clan kriegt es einfach mal hin und sagt sie einfach mal, hey, Pokéjagd kann jeder. Ach komm, wir hauen nochmal ein CW raus. Oh nein, ey, da kommen mir die Tränen. Alter, sind die hart. Oh nee, ey, die sind noch schlimmer als ich. Okay, gut. Scheiße. Okay, jetzt gucken wir uns mal den Gegner an hier. So, dann bin ich wieder. Alter, das gibt's doch nicht. Alter, da starten die. Schauen wir mal, was hier gegnermäßig uns erwartet. Deathmäßig Town Hall 10 halt. Er hat die Artillerie schon drin auf Level 1, aber Grand Warden auf 7. Hier klar, logisch, die Kanone, die halt neu dazu kam, klar. Hier der Magierturm, der dazu kam. Also das ist alles safe. Also wie gesagt, die Helden sind halt jetzt nicht so der Mega-Rupper. Da würde ich jetzt tippen, dass unser Bester auf jeden Fall noch besser aufgestellt ist. Mal gucken, wer hier unser Bester ist. Der Vortex. Ah, Helden fast gleich. Großer Wächter auch. Nee, ist dasselbe. Ist dasselbe. Mal gucken, wie sieht es mit seinem Magierturm. Den hat er aber schon weiter. Den hat er schon um einiges weiter. Alter Verwalter. Ey, die sind so hart in der Birne. Ey, wirklich. Man denkt sich so, ha, passt schon, Pokéjagd. Und die sagen sich, hey, komm, scheiß drauf, lass CW starten. Echt, ey, es gibt's nicht. Oh, mein Boost ist gleich zu Ende. Soll uns aber gar nicht stören. Ich hau noch einen Boost rein. Vollkommen egal, weil hier muss produziert werden. Ihr wollt ja was sehen. Ihr wollt entertained werden. Ganz ehrlich, ich meine, ich habe euch jetzt so lange alleine gelassen. Da muss natürlich echt richtig was gehen. Da will man Action haben, auf jeden Fall. So, hier Boost reingeknallt. Der ist auch gleich weg. Hauen wir die Queen in Boost rein. Den brauchen wir jetzt nicht im Boost haben. Glaubt mal, das reicht vollkommen aus. Und hier halt wirklich für den Rage-Spell, das muss halt sein. Dann passt das. Und wie gesagt, komplett ohne King. Wie gesagt, der fehlt mir auch wirklich gar nicht. Muss ich echt sagen. Ich weiß, es ist halt immer eine geile Nummer, wenn man halt wirklich sagt, gut, okay, ah, der Queen Walk lief nicht so ganz, dass man dann sagt, gut, okay, komm, King rein, dann passt das auf jeden Fall. Aber so mag ich das auf jeden Fall. Wie es momentan läuft, das ist einwandfrei. Das passt. So, ich wollte noch was machen. Wie gesagt, Mauern hatten wir uns ja im letzten Video angeschaut, das passt. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch was Cooles haben. Pixelnator, hau raus. Das ist halt auch so eine Mega-Sache. Also als Defer denkt man natürlich, ja, guckt mal hier, ich habe hier drei Mauern und sogar im 10er-Bereich, also die sind ja wirklich, hier ist ja schön komplett 10, wo man sich sagt, oh, richtig krass, und dann kommt der Erdbeben. Spell. Und wie ich schon mal gesagt habe, wenn die Mauern weg sind, dann sind die Mauern weg. Fertig. Also dann steht man da mit offenem Haar. Ohne Gisela. So, also, ich würde mal sagen, Golems sind drin. Alter, das ist böse. Das war eine richtig, richtig linke Nummer. Das war eine richtig linke Nummer. Wie viele sind da geflogen? Also drei doch bestimmt, oder? So, jetzt haben wir hier. Genau, richtig schön raufgegiftet. Gleich ein Doppelgift. Warum denn nicht? Ja, Pekka ist im Rage.
Oh, wir werden hier echt versorgt. Oh, der hat richtig gesessen. Alter, hat der's, hat der Freeze gesessen. Und hier sieht man es auch wieder. Das hört gar nicht mehr auf. Ah, das waren zwei Freeze. Hier, da habe ich jetzt den zweiten übersehen, oder? Also, jetzt mal ohne Witz, da habe ich jetzt den zweiten übersehen, oder? Also, das war jetzt ein bisschen sehr lang. Aber das ist echt enorm. Und wie gesagt, mit so einem einfachen Freeze sitzt du da. Also mit Level 1, du stirbst da. Also klar stirbst du, weil halt nichts so lange gefreezt würde. Ja, Golem probieren sich hier durchzukämpfen. Klar, das ist natürlich echt so eine Sache. Wir haben hier 56% schon. Und ich sag mal, Pixelnator gibt da noch lange nicht auf. Geil, jagt der Lucky erstmal schön die Skelette. Ja, genau, du kannst so einfach mal draußen rumlaufen. Ja, und Golem natürlich. Ja, komm. Aber ich meine, klar, da sind wir ehrlich, was soll da draußen auch. Da sind keine Dev-Gebäude weiter. Das passt schon. Ist die Queen wieder reingelaufen? Ey, die weiß ja auch nicht mehr, was sie zu tun hat, ey. Richtig, im richtigen Moment geraged, passt. Einwandfrei. Und wie gesagt, schön wäre es hier noch der Liga-Bonus. Ich würde das so geil finden. So, der Rambo wollte gerne nochmal kurz einen Burgen-Check. Totaler Scheiß. Total das letzte Ding. So richtig reingerotzt. So, jetzt gucken wir mal. Also hier, so eine Dinger gehen mega. Ganz ehrlich, das ist immer der Hyper-Erfolg. Auf jeden Fall. Hier haben wir drei Riesen. Da haben wir drei Riesen. Da nochmal drei Riesen. Da, also besser, ganz ehrlich, besser kannst du eine Sprungfalle nicht nutzen. Es geht nicht besser. Fakt. Ist ein Fakt. So, was mir noch gefällt, ist, dass der Rambo in meinem Clan ist. Nee, und zwar, wir gucken mal. Also, das hier gefällt mir sehr gut. Das hier gefällt mir sehr gut, weil die halt, ich hatte das in einem der letzten Videos auch gesagt, dass es halt eben ein bisschen tricky werden kann. Nicht nur werden kann, sondern auch wird. Sprich, ihr habt einen Gegner, ihr defft. Der Gegner setzt Loons. Die Loons grasen fast alle Dev-Gebäude ab, gehen hops. Der Gegner hat aber nicht mehr wirklich viel mehr, weil er sich vielleicht vertan hat oder einfach wirklich zu viele Loons rausgeknallt hat oder seine Truppen sind halt schon down. Und der ist bei 45%. So, dann hat er aber die Tesla und die Tesla und den X-Bogen einfach mal noch mit kalt gemacht und damit ist einfach mal dein Rathaus down gegangen. Schade. Ist eine Sache, die man überlegen sollte. Rambo, Tipp an dich. An deiner Stelle würde ich sagen, guck deine Devs durch. Wenn du halt wirklich 0,0,000 mit Loons angegriffen wirst, was jetzt in Kristall 2 noch nicht das Thema ist. Wir reden dann aber langsam im Meister-, Endmeister-Bereich oder eben Champ-Bereich. Dann wird das, denke ich mal, mehr kommen, weil hier, wenn ich jetzt ganz richtig bin, sieht es für mich auch so aus, dass die X-Bows nur. Oh, sehe ich das jetzt echt falsch oder sehe ich das richtig? Die sehen für mich nach Boden aus. Die sind. Ich würde sagen, ja, die sind Boden. Das ist für mich so eine Sache, wo ich sage, da könnte schnell mal einer ankommen. Jetzt würde ich gerne gucken, in welchem Bereich. Ich meine, jetzt nehme ich seine Base hier, was heißt nicht auseinander, aber jetzt wird es halt ein bisschen tiefer gebohrt, halt auf jeden Fall. Guck mal hier, du hast den auch in Anführungsstrichen nur, ich habe es genauso, aber du hast den auch nur auf Boden. Den hast du nicht auf Luft und den ebenfalls auf Boden und nicht auf Luft. So, dann könnte ich mir vorstellen, dass hier und da mal schnell einer kommt und sagt, gut, okay, ich
könnte es ja mal einfach so mit Lufttruppen versuchen. Alleine den Bereich hier, ich meine, klar, hier ist dann schon wieder ordentlich hier Luftparty und so. Aber guck mal, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, gut, okay, ich mache die Luftabwehr weg und die Luftabwehr weg, dann könnte ich doch, wenn ich jetzt so ganz so darüber gucke, zack, zack, noch nicht ganz 50%, aber ich sage jetzt mal 40% und dann hier noch ein bisschen Gas geben oder gar nicht mal Gas geben, sondern den Bogenturm noch platt machen und dann mir hier noch ein paar Prozente mit Lakaien klauen. Klar, die Truppenkombi muss man auch erstmal haben, logisch. Braucht man nicht drüber reden. Aber wäre eventuell mal eine Möglichkeit, mal zu sagen, gut, okay, ist es vielleicht doch cleverer zu sagen, die Compartments hier so ein bisschen auch gegen Luft zu schützen? Wie gesagt, hier hast du den Bogieturm drin. Hier hast du wiederum nichts und du hast ja auch keine Falle drin im Bereich Luft. Und hier, erst hier halt, die Luftbomben, klar. Wäre eventuell mal so eine Sache. Weil ich sage jetzt mal, hier, Szenario, wir sagen, drei Loons und einiges an Lakaien. Dann kann ich die Compartments hier außen schon mal gut killen. Oder? Was sagt ihr dazu? Wie gesagt, ich würde sagen, eventuell die X-Bows auf jeden Fall nach oben. Und nicht ganz dicht beieinander. Aber ansonsten passt das schon. Also wie gesagt, das war jetzt heulen auf großem Niveau. Bloß so kann man sich eben wirklich mal ein bisschen mehr mit der Base beschäftigen. Jetzt habe ich wieder zu viel gequatscht hier. So eine Scheiße hier. Wir haben noch keine Zeit. Also mal gucken, ob hier noch... Oh, hier. Die Apfelschnitte kommt. Mal gucken, was die Apfelschnitte hier so mitbringt. Ob das eine halbe Birne ist? Nee, der darf schon mittanzen. Auf jeden Fall. Für Level 112. Clan ist voll. Oh, tut mir leid, Apfelschnitte. Das ist ja jetzt ein bisschen schade. Minus 30. White Shadow hat aufs Maul bekommen. Was wollt ihr mit den Mauerbrechern machen? Okay, also ich sag mal, seine Taktik hat ja funktioniert, sonst hätte er ja nicht einen Freestar geholt. Okay, aber ganz ehrlich, was war denn das mit den Mauerbrechern bitte? Ich meine, es war doch nur wirklich Troop Wasting auf höchstem Niveau. Klar, man könnte jetzt sagen, gut, okay, ich gucke mal, ob da eventuell irgendwo irgendwelche Traps sind, dass die Riesen da halt nicht reinrennen. Klar, okay, aber das war es auch. Ich meine, wenn ich sowas machen möchte, dann hätte ich mir auch in dem Fall sagen können, gut, okay, ich hole mir ein paar Kobolde. Aber ist halt so, ich meine, 25 und 30er Held, das ist halt, da bist du halt der Held im Erdbeerfeld. Also von daher ist das dann halt so, ne? Und dann natürlich auch noch ein bisschen Loot gehabt, wa? Der kleine White Shadow. Und dann siehst du natürlich schon ein bisschen alt aus. Queen geht down, King ist noch da. Ich denke mal, der hält auch bis zum Ende durch. Jetzt könnt ihr mit dem... Ja, doch, der wird bis zum Ende hier jetzt... Genau, jetzt geht das alles auf den Golem und der macht sich da jetzt übelst einen ab und der King geht dann außen rum und dann war es das hier. Zack. Genau, ich habe erstmal ein Disconnect, erstmal was oder wie hier. Läuft bei dich. Einmal frei, so macht man es. Also, so sollte man es halt machen. Ich meine, der White Shadow hat sich jetzt nicht unbedingt gefreut. Ganz klare Kiste. Ja, ich glaube, hier ist COC gerade am Ende. Wir haben das Ende von COC erreicht. Juhu. Herzlichen Dank. Schade, wenn man gerade im Boost ist und das nicht läuft. Ärgerlich.
Naja, dann wird jetzt wohl eine kleine Dev kommen. Egal, so ist das Leben. Ja, damit muss ich das Video leider erstmal beenden. Mal gucken, wann es hier weitergeht. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.